Hallöchen, ihr Banausen da draußen. Damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Projekt Ozone Nummer 2 mit dem lieben Schwarmboy, der gerade Randale schiebt. Hallo Randale. Hallo Banausen. Ich weiß, wie laut das jetzt war. Immer Randale sage hier. Ja, ich bin gerade bei noch ein bisschen Kraut herzustellen. So. Wenn ich gerade wieder mal gegen den Baum laufe, um unsere Schmelzerei ein bisschen größer zu machen hier. Weil die noch momentan hat sie noch nicht wirklich viel Fassungsvermögen. So, ich werde mal eine Schere machen, um unsere Dingens hier anzukurbeln, unsere Erdeproduktion. Achso, die hast du ja automatisiert, gell? Ja. Zing! Hallo, weißt du, wie laut das ist? Schere kaputt. Aber dann mal kurz ein paar Stacks hier. So, alles erstmal da reinfeuern. So. Mach mal Erde hier, mein Freund. So, dann hole ich noch mal ein paar Blätter und dann mache ich noch mal eine Schere. Wie gesagt, ich mache mal noch ein bisschen Kraut. Weil Erde brauchen wir ja auch. Wir müssen ja die Kacke da bauen in der Quest. Dieses Tropical Grass oder wie das hieß. Da brauchen wir ja Dirt für. Ich bin so gar nicht mehr auf dem Laufen im Moment gerade. Ja, ist ja ein bisschen her. Nee, das ist dieses komische Gras, wo du auch die diese Obstbäume und so rauskriegst halt, wenn du die siebst. Okay. Also der beste Stimme einfach stehen. Ja. Ja, Entschuldigung, ich hab vielleicht das Ding uns im Weg gepackt. So. Ich steuer jetzt Ding raus, wenn du. Ja, ja. Mit der Schere? Ja. Kriegst du. Ja, ein paar Mobs. Mal, da wächst der Baum. Hallo. Ey, wo darf ich schnell die wachsen, gell? Ehrlich, ey. Oh, ein Blitz ist da drin. Boah, das ist aber ganz schön. Ich glaube, da sollte man relativ schnell noch einen Kreuz, so ein Ding haben. So ein tiefes Becken. So, da ist ein Huhn drin. Da! Eine Seele! Komm her! Ich hab ja auch schon eine. Zwei sogar. Ektoplasma. Da ist ein Blitz. Blitzsort ist auch ziemlich gut eigentlich. Hab ich jetzt gekillt? Ich habe sogar eine Trottel. Ah, gut. Na gut, aber ein zweiter Ausguss würde ich wahrscheinlich noch machen. Dort haben wir hier Bones. Da fahre ich nicht. Ja. Hallo? So. Loopback aufmachen, hast du keinen Bock? Na dann nicht. Beat Storage. Ich habe keine Ahnung, was der jetzt war. Ich habe erst zwei Loopbacks gehabt, jetzt habe ich keins mehr. Okay. Alles klar. So. Haben wir da irgendwie so einen Blödsinn gesammelt hier? Egal. Das. Ach, da ist er doch. Okay. Gunpowder ist auch ziemlich gut. Da brauchen wir später bestimmt auch. Bones sind sowieso immer gut. Ender Lily Seeds ist auch gut. Ja. So. Ich guck mal in die Quest rein. Mal gucken, wo waren wir denn? Ich hab nur Unclaimed Quest noch. Achso, es sieht eine Leise, okay. Sehr gut. Ach, der ist Agricraft und so, ne? Ah, da krieg ich hin. Okay. Oh, 16 Eisenbar, dann können wir auch gleich noch eine Quest abschließen. Ach du Scheiße. Dann brauchen wir. Überlebensgenerator, Blubbertub, Autowerkzeugstation. Cool, geil, was ich da gekriegt habe in der Reward Bag. Okay. Ein Speedbell, damit ich schneller und kann höher springen.
So, der wollte Potato Seeds haben. Die kriege ich doch, glaube ich, aus Karotte und normalen, ja, oder? Toll, ich habe wieder Cat Ears und Zinc Eyebrows. Was für ein Lambergus. Potato Seeds. Ne, doch nicht. Okay. So. So, was haben wir denn hier? Haben wir die schon jetzt? Ich weiß nicht, warum der nochmal zwei Schmelzerei ausgussen will, aber dann baue ich halt nochmal zwei. Oh, das ist gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ach, James Cube schon wieder. Oh Mann. Back mit. Ja. So. Bare Gussform brauche ich eine. Das ist ja schon mal, das ist ja schon mal also gut. Ich bin voll. Seeds haben wir schon auf fast 3 hoch. Ich mach die Schere nochmal kurz kaputt. Leckt das hier gerade? Nee, bei mir nicht. Diamant, Redstone und 5 Enderlily Seeds habe ich rausgekriegt. Ein bisschen Papier. Irgendwas stimmt bei mir nicht, ich muss mal reconnecten. Okay. Irgendwas stimmt bei mir nicht, weil ich habe gerade die Schere mit Vein Miner benutzt und nichts ist passiert und linksklick war die Schere auf einmal weg. Das stimmt irgendwas nicht bei mir. Ah, da ist die Schere wieder. Irgendwie hatte ich gerade. Jetzt geht's wieder, alles klar. Ja, mach jetzt. So. Ich wollte nur die Schere mal kurz kaputt machen. Ja, erdmäßig sieht das dann relativ gut aus, weil 29 Stück haben wir schon. Kann ich auf jeden Fall das Feld dann vernünftig groß bauen. In Stone haben wir noch keinen, gell? Nee. Den können wir glaube ich, noch nicht herstellen, oder? Doch, haben wir Lava und Redstone oder sowas. War da nicht Obsidian? Nee, dann wenn Hexen in. Also Endstone weiß ich, das wird mit Obsidian und flüssiges Ender hergestellt. Eine Schmelze. Stimmt. Ich muss mal gucken, ich muss mal. Es gab aber auch ein Rezept, oder mit Glowstone und. Glowstone, ja, das kann auch sein. Mit Glowstone war auch irgendwas. Glowstone und Lava, oder war das. Crazy Witch dann, cool. Stein und Enderman Essenz. Und 8 Endstone. Ich brauche Potato Seeds. Oder eine Kartoffel, besser gesagt. Müssen wir halt entsprechend halt mal kurz sieben. Ich bräuchte mal bald was zu essen. Essen? Ja, kann ich dir gleich geben. Ein bisschen. Ja, noch habe ich. Ach so, okay. Ich habe einen Apfel, habe ich noch. Ja, wir haben auch, wollte ich gerade sagen, wir haben auch ziemlich viele. Äpfel noch. Weil die Äpfel, die haue ich ja nicht da rein. Dann machen wir da hinten die Barren rein? Ja, ne? Würde ich sagen. Ja, da habe ich jetzt schon reingemacht. Ja, ich hatte nämlich gerade auch so ein Spectre Ingot oder wie das heißt. Oh, vorgegangen. Schon wieder? Warum hast du auch schon? Nein, aber wir haben noch weiß ich wie viele gehabt mal. Bei dem Iron ersten. Pipe. Was machten die? Transfer Fluids, okay. 360 Millibar jetzt pro Tick. Ah, okay. Okay. Können wir brauchen vielleicht. Bestimmt, ja. Gab's bei der Quest, wenn wir reclaimen. So, da haben wir doch schon mal die ersten wieder höher gezüchtet hier. Das ist doch schon mal schön. Schauen wir uns das mal jetzt rein ein bisschen aus. So, 3-3-2, 3-3-3. Sehr gut, die beiden. Zack und... Zack, die sind auch höher gezüchtet. Seeds nicht wegschmeißen, die brauchen wir nicht noch. So, was hatten wir hier? 1, 2, 3. Ich würde jetzt aber gerne mal suchen, dass wir Richtung Achso, was wird vergessen? Ich habe ja fast was vergessen. Ich wollte ja auf die Kommentare noch eingehen, die ich gekriegt hatte. So ein bisschen. Und zwar
erste Kommentar war vom Onkel Sam, welche Version wir spielen. Aber vorher immer erst gesagt, wir müssen immer bedenken, dass wir immer Aufnahmesessions machen. Das heißt, wir nehmen meistens immer 6 Folgen am Stück auf. Deswegen wundert euch nicht, dass wir erst dann etwas später auf die Kommentare eingehen können. Wir spielen die Version 0.14 momentan oder 0.1.4, glaube ich. Denn ich habe den Server noch nicht geupdatet, das muss ich nochmal machen. Aber momentan spielen wir die 0.1.4. Mit den Rollenwechseln, also ich die hier zum Beispiel hier Projekt E-Quests mache oder so, weiß ich noch nicht. Weil der Schwabe, der kennt sich auch mit so ein paar Sachen aus, die ich mich nicht auskenne. Deswegen, warum sollten wir das wieder ändern? Und hier gibt es ja noch einige andere Quests, die jetzt mit dabei gekommen sind. Wenn er viermal mehr Quests oder wie. Ja, genau. Weg. Deswegen, ich denke mal, da werden wir schon genug zu tun haben. Und dann mit der Infinite Water Source. Achso, der Kommentar kam von Corvin Winto. Danke nochmal dafür. Man kennt sich ja schon nach einer Zeit, muss ich sagen. King Mongo. Kennen wir natürlich auch. Schon was länger. Infinite Water Source. Danke dafür nochmal. Mit der Infinite Water Source. Das ist ein sehr guter Tipp, weil die hätte ich wahrscheinlich wieder vergessen. Ich kenne mich. Weil ich vergesse die immer, dass es die gibt. Die zum Beispiel von Magnetic Craft gibt es eine. Ich glaube, das war auch. Was macht die? Das ist eine unendliche Wasserquelle. Die kannst du zum Beispiel, wenn eine Maschine die Wasser braucht, dran machen. Ah, okay. Und der zieht sich dann halt das Wasser da immer raus. Ist eigentlich nicht schlecht. Und der Tipp vom King Mongo mit der Energieproduktion, mit den Stirling-Generatoren, Lava-Fabricator und so. Werde ich mir angucken, definitiv, hier in meinem Modpack. Danke dafür nochmal. Also ich werde da mal aufbauen. Und da bin ich mal gespannt. Weil das ist auch nochmal gut gewesen, dass du da reingeschrieben hast, dass wir müssen natürlich darauf achten, ob hier bei dem Modpack die Energieproduktion auch so hoch ist wie bei Teil 1. Das wissen wir ja noch nicht. Und da werden wir jetzt halt sehen, ob es funktioniert oder nicht. Werden wir dann gucken. Auf jeden Fall werde ich es aufbauen. Und wie gesagt, danke für die Kommentare auf jeden Fall. Könnt immer wieder Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Freut uns immer. Mich oder den Schwaben, ist egal wo. Kommentare kriegen sie immer schön. Okay, ich hau mal auf die Kommentare ein, die ich gekriegt hab. Danke, das war's. Ich wollte gerade sagen, Stille. Ja, mich hat das echt gewundert. Ich muss ehrlich sagen, Leute, ihr seid echt der Hammer. So viele Aufrufe auf dem ersten Video in der kurzen Zeit, das ist echt der Hammer gewesen. Ja, hat mich gefreut, als ich das gesehen habe. Das hätte ich echt nicht erwartet. Ich erwarte sowieso schon nie, dass ich irgendein Video habe mit über 100 Aufrufen. Aber das ist echt der Hammer. Also ihr seid echt super, muss ich ehrlich sagen. Warum habe ich jetzt Gold? Achso, ich habe dein Goldohr. So, da bin ich wieder. Entschuldigung für den Cut, aber mir ist irgendwie Minecraft gerade abgestürzt. Ich bin auf irgendeine F-Taste gekommen, ich weiß nicht welche. Ihr habt nichts verpasst. Nee. So. Wer es nicht glaubt, kann er bei mir mal gucken. Genau. Achso, ich kann noch was reclaimen hier. Ja, 2 Quests habe ich noch gemacht. Dann mache ich doch mal. Chance Kills für Silber. Erstmal wegpacken. So, was haben wir denn jetzt wieder? Gold ist ganz schwer zu kriegen, habe ich das Gefühl. Wow. Der Wahnsinn. Hast du noch Erze bei dir im Inventar? Nein. Okay. Ich habe gesagt, dass du hast Gold eingesammelt, deswegen. Ja, ich habe einen raus. Puder habe ich reingetan wieder hier. Also du hast einen Block, hast du wieder. Einen Block hast du wieder. Okay. Gold. Ja, Eisen haben wir auch schon, glaube 30. Ich gehe mal wieder ein paar Mobs töten, auf Hoffnung eine Kartoffel. Was ist das denn hier? Oh, da sind viele Creeper drin. Vielleicht kriegst du von den Lootbags ein bisschen Gold raus und Silber, das wäre cool. Das war klar. Das war unser Mob-Farm. Ja, ist aber nicht viel passiert. Jetzt sind wir quitt. Problem ist, das könnte ich dir sagen, weißt du, warum deiner letztes explodiert ist, auch wenn du weg warst? Sobald du die triggerst, explodieren die trotzdem. So oder so. Okay. Habe ich nämlich letztens gelesen. Bin ich zurückgefahren aus beim John Cena Creeper. Außerhalb der Aufnahme und dann der ist nicht explodiert.
Also ich hab's gelesen, dass die Creeper, sobald die wohl zünden, explodieren die. Okay. Warum auch immer. Dann müssen wir. Kann sein, dass er bei dem John Cena natürlich anders ist, weil das ist ja so ein Named-Ding-Typ. Aber wie gesagt, es ist nicht viel passiert. Oh, da häng ich alles voll mit Mobs bei dir hin, Musik. Ja, ja, alles gut. Soll ich kommen, soll der halbe? Nö, geht schon. Krieg schon hin. Okay. Ja, mehr wie ich sterbe, kann ich ja nicht. Eben. Wer früher stirbt, ist länger tot. Ups. Das Ach, was gebe ich jetzt für das Heavy Sieve? Ach ja, da habe ich auch noch einen Kommentar gekriegt. Überlegen wir uns, ob wir den Mod tatsächlich drauf machen, mit den mit diesen Compress. Letztendlich sind wir mittlerweile ja so weit, dass es eigentlich fast nicht mehr rendiert. Ich bin jetzt gerade mal ein automatisches Sieb zu bauen. Wenn wir das haben, nachher mal ruckzuck auch ein zweites, dann sollte eigentlich recht fix dann gehen, noch die nächste ein, zwei Folgen. Scheiße. Jetzt macht okay. Er voll alles kaputt. Der war doof, der Creeper, aber krieg ich auch hin. Aber da ist natürlich die Frage, ob wir einen Mob-Tower bauen sollen, dass sie einfach tot sind, wenn sie runterfallen. Ja, werden wir noch müssen, ja. Ja, wahrscheinlich sinnvollste. Als nächstes eher gleich mal angehe, oder? Ja, ich bin am überlegen, dass ich vielleicht mache ich auch einen. Vielleicht machen wir einen mit Spikes, damit wir EP sammeln können, wenn wir sie brauchen. Ja gut, wir können Iron Spikes können wir machen, ich sammle jede Menge. Ja. Dass wir vielleicht mit einem Vakuumhopper dann halt auch die EPs sammeln können, weißt du? Ja, wenn wir sie brauchen. Vakuumhopper, da brauchen wir Interpalle. Ja, schon. Aber die kriegen wir dann auch irgendwie. Wow, hat sich aber richtig gelohnt, eine Lootbag. Mein Gott, da so ein Aufriss hier, weißt du? Ja, vielleicht ist ein Enderpower drin. Nein. Gold? Nein. Silber? Nein. Goldapfel? Nein, ein Eimer. Ach Mann. Eimer Gold. Und Kohle war drin. Toll. Genau das, was wir brauchen. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Weißt du, da machst du da so einen Aufriss, ey, mit den Explosionen und so. Ich gehe mal wieder, ich sammle überall alles ein. Ich habe jetzt ein ganzes Deck-Ding durchgesiebt. Also das heißt, die Creeper, die müssen sofort töten. Glowstone. Oder nicht Instant so nah dran quasi gehen. Aluminium, Tin. Die dürfen uns nicht, die dürfen uns nicht sehen. Was war das denn jetzt? Repowered Gold. Jetzt fällt mir noch ein Pulverized Gold. Und noch eine Lootbag und? Redstone. Nuke Virus, Chance Cube. Also Silber habe ich schon mal. Ein Gold fällt mir noch. Ein Pulverized Gold. Ein Power Gold. Also ich muss wahrscheinlich nochmal. Oh, schön. Die Minizio Essenz ist gewachsen. Sehr schön. Oh, die Giant Cubes. Da sind Cubes. Auch noch Mini-Zuessenze drin hier, gell? Ja, ich rede von der Pflanze. Dätschst du bitte die Erze nicht zu der Loot, zu der Mobkiste reinmachen, sondern wirklich zu der Erze? Was für Erze? Na, das sind die Siebkiste hier. Achso, Redstone, ja. Der Tungsten-Stil. Irgendwas wollte ich jetzt. Achso, ich will gleich, nächste Folge werde ich mal ein Ding bauen für unsere. Oh, ist ein Enderman dann. Ich wollte gerade, hatte ich hier ein Enderman, der für ist noch. Für Tiere spawnen. Würde ich gerne eine Plattform bauen, gleich. Stirb doch! Ein Wizard-Skelett. Krass. Ich habe eine Enderperle. Cool. Cool. Das heißt, na. Warte, ich glaube mal hergehen und werde den Mob-Tower anfangen. So. Mob-Drop. Aber bei Sulfur ist kein Mob-Drop, das ist was anderes. Kommt hier rein. Oder? Ja. Oh, noch mehr Enderperlen. Oh, ein Gold. Gold? Hier. Ja. Warte, dass ich freue. Gold. Jetzt haben wir drei Enderperlen. Sehr schön. Das reicht trotzdem nicht. Scheiße. Oh, nee, das ist nur ein Barren, leider. Und der Sandquarz gekriegt, das ist auch nicht schlecht. Reicht trotzdem nicht. Scheiße. Netherquarz haben wir ja schon. Ja, ist aber nicht schlecht. 11 Stück in so einer billigen Lootbag war eigentlich gar nicht mehr so übel. Warte mal, ich geh jetzt so einmal die Mobs killen und dann beenden wir die Folge mal. Oh, da sind viele Creeper drin. Ich helfe mal.
4. Sehr schön. Und, oh, 2 Loopbacks. Ich bin gerade überlegt, ob man die Farm abreißen soll. Seender. Redstone Alloy. Nichts Besonderes. Banose. Oh, die ist nicht schlecht. Lapis. Hallo? Ja, von mir aus. Können wir. Machen wir erstmal hell. Ich gehe mal lieber. weg. Die schmeiße ich mal weg. Kein Vertrauen, der Mann zu mir. Nein. Unglaublich. Ich schmeiß mal die Dingens weg. Weil ich sage, es bringt ja nichts, wenn es andauernd in Luft geht. Von der Sache her. Ich habe nämlich gerade die mega, mega Rubber Saplings gekriegt, da habe ich mir gedacht, ich schmeiß es mal weg. Oh, ja, besser ist das. Besser ist es. So, ein bisschen Eisen gekriegt. Pumpkin Seeds, das ist auch nicht schlecht. Das ist richtig gut sogar, weil die sind richtig gut für Erdeproduktion. Ja. Oh. Ich werde auch das Feld hier, glaube ich, ein bisschen größer bauen. Ja, wenn man das durch die automatische Erdeproduktion, die du gemacht hast. Ja. Sollte das ja funktionieren. Pumpkin Seeds. Die ist auch fertig. Sehr gut. Also vor allem fühle ich mich dann wohler, weißt du? Wenn ihr ein bisschen mehr Platz hast. So. Natürlich wieder verbaut, ist ja logisch. So. Sugarcane kriegen wir dann auch zwischendurch immer mal. Weed. Also gut. Gut, dann kannst du die Folge beenden, wenn du möchtest. Okay, dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut beim nächsten Mal rein, wenn es weitergeht hier mit Projekt Ozon 2. Schaut beim Benose auf dem Kanal vorbei. Link wie immer in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich danke euch. Tschüss. Ciao.